Dann haben wir das auch gleich mit der Mauer. Mist. So. Also, das hier ist die Außenmauer. Und die ist natürlich jetzt draußen an den Garten angepasst. Ich weiß nicht, hätte ich im Garten noch ein bisschen was sparen können? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, beim Garten wäre nicht so gern. Okay. Das ist eh so lustig. Von außen ist es, von der Mitte her, ist das ganze Gebäude nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 groß. Nur 15 Blöcke. Das haben wir jetzt schon. Also hier 12, glaube ich, mit dem einen von der Mitte 13. Das heißt, zwei Blöcke hätten wir jetzt nur für den zweiten Raum nach links. Hm. Kein Wunder, dass es bei im Spiel reinpasst. Der Malex hat einfach überhaupt gar nichts mit Symmetrie gemacht. Mann. Und deswegen habe ich jetzt so Probleme. Okay. Gut, dann haben wir das. So, auf der anderen Seite ist es ja genau gleich, oder? Ja. Also, auf der anderen Seite ist es genau gleich. Nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn, elf. Zwölf. So, das ist jetzt halt da auch noch Mauer. Das war ein bisschen zu viel, egal. So, ich glaube, das passt jetzt so, oder? Ja. Auf der anderen Seite hatte ich ja einen zu viel gemacht. Perfekt. So, nur nicht runterfallen. So. Da noch. Gut. Jetzt müsste das noch auf dieser Seite ein bisschen angepasst werden. Nein, nein, nicht gut. Ach, die kommen ja sowieso nicht hier rauf. Haha. So. Ich habe keine Ahnung, wie die hier raufkommen wollen würden. Höchstens auf dieses Loch da. Aber da müssten sie auch erstmal da irgendwie hochkommen. Da könnten sie versuchen reinzukommen. Ich weiß nicht. Hätten Zombie-Pigments 10 ja auch als Zombies. Können die Tür einbrechen? Keine Ahnung. Naja. So. Jetzt haben wir die erste Linie dieses Raumes. Und jetzt ist halt die Frage. Eigentlich müsste ich das jetzt Schicht für Schicht machen über alle Räume hinweg, damit ich es gut skalieren kann. Ich hätte das eigentlich vorher auf dem Zettel oder so vorbereiten müssen. Das ist total blöd.
Naja, gut. Dann machen wir jetzt halt den nächsten Raum. Fangen wir links an. So. Bin ich mal gespannt, wie das wird. So viel Platz haben wir noch. Oh Mann. Okay, also den da haben wir schon. Das sind jetzt noch 1, 2, 3, 4. Das könnten wir nach links ziehen. Ja, das geht. Passt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Mist, das geht nicht. Okay, also 16 brauche ich jetzt noch. Oh Gott, das ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, ich bin jetzt schon da. Neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, Mauer. Ich glaube, das ist perfekt, oder? Jetzt muss ich nachsehen gehen. Das ist perfekt, denn außen ist tatsächlich auch nur einer Platz. Mehr Platz brauchen wir nicht außen als diese eine Linie. Wir haben es geschafft, Leute. Die linke Seite passt. Geil. Das ist so geil. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir es schaffen. Aber es ist auch nur um einen Block haben wir es hingekriegt. Knapp. Unglaublich knapp. Und jetzt bloß nicht verzählt haben. Weil wenn ich mich verzählt habe, dann war alles für die Katz. Wir werden die Spitzhacke dann unglaublich stark reparieren müssen. So. Ach Mist. Ich brauche erstmal die Decke. Egal. Oder? Ja doch. Egal, egal. Das ist aber nicht egal. Der hat noch gefehlt. Der ging noch im Weg rum. So. Passt. So. Das Blöde ist, ich muss das jetzt auf der anderen Seite dann auch nochmal machen. Und ich glaube, da wird es uns das Genick brechen. Plötzlich wird es unglaublich dunkel. Ich habe keine Schneidzeichenmesser. Also das hier ist ja auch schon Mauer. Dann. Habe ich ein Problem. Scheiße. Es geht hier nämlich nochmal nach unten. Das geht aber nicht. Das würde nur gehen, wenn ich das wieder nach vorne gehe. Fuck. Jetzt passt zwar hier, aber hier passt es nicht. Das
Das müsste, weil ich kann das hier streichen. Das hier kann ich nicht streichen, das hier auch nicht, das hier auch nicht. Es geht hier noch drei nach unten. Wobei, eventuell würde das sogar gehen. Das könnte man sagen. Boah, das geht sogar. Da ist nämlich, da ist ja hier dieser Eingang, dann geht es hier nach links und dann ist hier aber noch so ein kleiner Kreis und gut, einen Kreis kann man in Minecraft kaum machen, aber ich mache da einfach ein Viereck draus. Dann geht's. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit. Runtergefahren ist eh nichts. Boah. Ich müsste mal schauen. Also es geht ja drei nach unten. Jetzt müsste ich erst mal schauen, ob das auf der anderen Seite auch mit drei nach unten machbar wäre. Lol. Auf der anderen Seite würde eigentlich gar nichts sein. Die ist komplett leer. Also das ist... Es geht sogar einfach nur ein nach unten vom Gehen her. Also halte ich mich einfach nach dem linken und mache es rechts symmetrisch. Fertig. Ja, das linke ist komplett vollgeräumt. Tja. Problem ist halt, danach kommt noch der Thronsaal und der ist unglaublich riesig. Der ist unglaublich riesig. Das ist echt ein Problem. Außer ich mache den Thronsaal in der Mitte, dass ich sage, ich tausche das. Ich tausche den Eingang zum Thron. Nee, das ist auch scheiße. Das ist nicht das Original. Mann, Malex, warum musst du nur solche Scheiße machen, hä? Hättest du das damals richtig gemacht, hätte ich jetzt keine Probleme. Mann. Das ärgert mich jetzt unglaublich. Mann! Wie mache ich das jetzt? Ich könnte zwar die eine Seite machen, aber egal wie ich es mache, es passt auf der anderen Seite nicht mehr. Ich hätte das Ursprüngliche sein lassen sollen. Ich hätte das alles nicht abreißen dürfen. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. Und später dann, ich hätte es einfach machen sollen. Auch wenn es über die Wege drüber gegangen wäre. Und dann hätte ich es einfach anschließend irgendwie entweder lassen sollen oder irgendwie schön anpassen sollen. Irgendwie so. Ich hätte das machen sollen. Wir haben noch nicht viel gemacht. Soll ich das wieder abreißen und das Alte wieder aufbauen? Boah, das geht jetzt zwar über die Wege... Und über die Bäume. Und was weiß ich nicht noch alles. Aber ich glaube, das ist tatsächlich echt besser. Oder wäre tatsächlich echt besser. Und eigentlich gehört das ganze Schloss abgerissen und skaliert nochmal aufgebaut. Eigentlich. Seht euch mal die Scheiße hier an. Das ist doch nicht mehr lustig. Das passt sogar von innen drin, passt auch nicht. Das ist... Oh. Egal was ich mache, irgendwas ist falsch und irgendwas funktioniert nicht.
Das ist unglaublich, unglaublich blöd. Ich habe mir schon mal überlegt, dass ich einfach eine ganze Regionsdatei hernehme für einen Punkt auf der Weltkarte von Vampire's Dawn und das dann entsprechend, das ist praktisch die Skalierung. Und wenn ich irgendwo reingehe oder sowas, dann ist zum Beispiel hier das ganze Asker Schloss, das ist ja dann eine, nicht mehr auf der Weltkarte, sondern tatsächlich ein Gebiet, in dem man reingeht, dann ist dieses Gebiet auf diese Weltkarte praktisch begrenzt. Auf diese Regionsdatei meine ich. Auf die Größe dieser Regionsdatei. Und entsprechend kann man das dann skalieren. Und dann wäre sowas wie Asgard Schloss, das würde dann sogar in die Größe skalieren. Also größer werden, nicht kleiner. Dann würde alles aber passen, wenn man alles skalieren kann. Das würde aber. Das würde aber unglaublich lange dauern, das jetzt alles neu zu machen und abzubauen. Wie mache ich das nur? Wie nur, wie nur, wie nur. Ich habe wirklich keine Ahnung, Leute. Blöde ist, ich habe hier für das 2500er Special, das dauert glaube ich noch, wie viel, ich glaube noch 1000 Mal davor, also noch 4 Jahre oder sowas, bis das kommt. Und dafür habe ich mir was ausgedacht zu machen. Und das ist schon, ich glaube, ein Jahr her oder sowas, dass ich mir das ausgedacht habe. Das, ja, ungefähr ein Jahr. Jetzt wollte ich eigentlich für die 1000er-Folge Special machen, aber ich war noch nicht so weit und dachte ich, okay, fürs 2500 mache ich das. Und dafür brauche ich aber, muss ich aber eine Voraussetzung schaffen, etwas bauen, was unglaublich aufwendig ist. Und das kann ich aber erst bauen, wenn ich hier mit Asgard Schloss fertig bin. Dafür ist Asgard Schloss die Voraussetzung. Wenn ich jetzt das alles nochmal abreiße und neu baue, ich meine, ich habe ja noch die alten Regionsdateien zum Beispiel von. Ich hab hier von vor 2, 3 Jahren habe ich auch noch. Ich könnte einfach die Regionsdatei hier vom Nether hernehmen und die alte einspielen hier. Dann wäre das Schloss gelöscht. Und es wäre aber dieselbe Region noch. Dann wären vielleicht ein paar Sachen weg, wie zum Beispiel das Nether-Portal, das da hinten irgendwo im Nether ist. Und das hier ist wahrscheinlich dann auch weg. Wobei, nein, das hier nicht. Aber egal. Und wir könnten das Schloss komplett neu bauen.